Hallo und willkommen zum fünften Teil unserer kleinen Let's Play-Reihe. Wir spielen Age of Wonders 3. Unsere Heldin ist Arktika, die Eisgeborene, eine Erzdruidin der Frostlinge. Und wir befinden uns mitten im dritten Zug. Und nachdem ich in den letzten vier Videos doch viel Allgemeines erklärt habe zum Spiel, wie so ein Szenario aufgebaut wird, was es für Übersichten gab, etc., möchte ich jetzt halt mehr Spiel zeigen und nur dann eine Erklärung dazusetzen, wenn irgendwelche neuen Elemente, Gebäude, Funktionen vorkommen. Ob ich das wirklich sein halten kann, das steht auf dem anderen Blatt. Wie ihr als treue Zuschauer, Zuhörer meines Kanals wisst, gerate ich doch gern mal ins Reden und erkläre vielleicht mehr als andere, aber das ist halt mein Spielstil. Ich hoffe, es gefällt trotzdem. Oder gerade deswegen. Wer weiß. Okay. Unsere Stadt Eisauge, die wir ja selbst so benannt haben, die baut immer noch fleißig an der Herle der Maumeister, damit die Produktion für die nächsten Runden dann schneller vorangehen kann. Und wir haben ein paar kleine Scouts unterwegs. Ich zoome es mal raus, dann sieht man es. Alle weißen Aufsteller mit den Fähnchen, das Fähnchen, das sind halt unsere Einheiten. Man sieht jetzt, wenn man drüber fährt, nicht, wie viele es sind. Also es kann ein bis sechs Einheiten sein, je nachdem. Und das sind halt feindliche Einheiten, diese grauen. Und das ist unsere Stadt mit Einflussbereich. Ja, und diese Markierung mit dem Thron bedeutet auch, dass es unsere Hauptstadt ist. Da es unsere einzige ist, muss es eh unsere Hauptstadt sein. Wir bewegen mal als allererstes unsere Scouts. Die können sich hier so durchschleichen durchs Gelände. Ah, entdecken ein bisschen Gold. Das nehmen wir gerne mit. Jawohl, 53 Gold gefunden. Jetzt ziehen wir auf die Eilbeeren. Eilbeeren haben die Eigenschaft, dass Einheiten, die sich darauf bewegen, ihre vollen Bewegungspunkte zurückerlangen. Also der hat jetzt wieder seine 32 wie vorher. Und die Eilbeeren sind abgeerntet, steht es da. In den drei Runden gibt es die halt wieder. Dann kann ich es erneut versuchen. Hier entdeckt man einen Wachturm. Bei dem Wachturm kann man erkennen, dass der Mod aktiv ist. Ich hatte ja gesagt, ich habe diverse kleine Mods und der eine Mod sorgt halt dafür, dass Wachtürme so aussehen, dass sie besser zum Volk passen. Das ist halt ein Elfenwachturm, dann ist der auch aus Holz errichtet, wie man sieht, ein bisschen filigraner gestaltet. Und das ist bei anderen Völkern dann ähnlich. Ja, man erkennt schon, wo da die Reise hingeht. So, jetzt gehen wir mal hier weiter. Entdecken wir das nächste. Kartografenzelt. Das deckt uns einen Teil der Karte auf und zeigt uns zumindest hier drüben schon mal eine andere Insel oder einen anderen Kontinent. Mit Draconian, das ist aber eher dann nicht unser Gelände. Ja, wir mögen es ja eisig und kalt. Die Frostlinge fühlen sich da wohl, wo die Drakone sich mit Sicherheit nicht wohlfühlen würden. Dann haben wir hier oben einen Scout. Hier sind wir schon am Rand. Wahrscheinlich befinden wir uns entweder auf sehr großen Inseln oder auf Kontinenten, weil wir jetzt schon mehrfach die Küste entdeckt haben. Aber das werden wir dann ein bisschen später auf jeden Fall genau wissen. Unser Affe, den es ja letztens als Belohnung gab, der mir hier so provozierend mit seinem Schwanz wedelt, der wird mal die Flüchtlinge einsammeln. 1235 neue Einwohner gibt es für unsere Stadt. Damit haben wir jetzt schon über 3000. Also wir hatten mal angefangen mit 750 Einwohnern, jetzt haben wir zweimal Flüchtlinge eingesammelt und sind ein bisschen gewachsen halt, die zwei Runden. Und jetzt haben wir schon wirklich eine vernünftige Größe erreicht. Nur noch sechs Runden, dann wächst unsere Stadt. So. Weiter. Ich sehe schon hinten Gold leuchten. Das ist dann das nächste Ziel für diese Einheit. Und unsere effektive Armee, also die Truppe, die auch wirklich was machen soll, nicht nach gucken soll, die ist hier unterwegs. Zwei Helden, zwei Mammuts, ein Harpunenwerfer und ein Eisformer. Das ist unsere Armee. Hier haben wir nochmal ein kleines Landgut. Ja, mal dasselbe wie beim letzten Mal. Ich kann die entweder laufen lassen, gibt ein bisschen Punkte auf die gute Einstellung oder halt keine Gnade haben, die vernichten, gibt Punkte auf die schlechte Einstellung. Wir befinden uns momentan bei plus 25. Wir dürfen halt nur gucken, dass wir es nicht zu hoch bekommen, diesen Wert, da wir als neutral gelten und auch so weiter so sein möchten. Denn solange wir neutral sind, bekommen wir Boni. Wenn wir zu gut werden, werden die Boni halt abgezogen. Wenn wir zu schlecht werden, genauso. Wir lassen die in dem Fall nochmal laufen, müssen dann aber auch irgendwann mal was Böses machen. Kommen einen Wag geschenkt, das ist super, der kann scouten gehen weiter. Irgendwann habe ich halt die Insel dann erkundet.
Gar nicht mehr so lange dauern wahrscheinlich. Ja, hier oben sehen wir auch schon wieder Wasser. Also werden es halt große Inseln sein oder kleine Kontinente, sowas, ja. Unser erstes Ziel ist es dann halt, diese Insel komplett unser eigen zu nennen. Wir haben ja schon zwei andere Städte erkannt, Dustara und Frostmeer. Und Frostmeere leben Frostlinge, Dustara leben Frostlinge, beide sind uns feindlich gesinnt, beide sind also potenzielle Ziele. Wobei diese Stadt, man erkennt es vielleicht an der Größe hier, noch ein bisschen jenseits unserer Möglichkeiten liegt. Die hat auf jeden Fall eine Steinstadtmauer, die ist schon ziemlich heftig groß. Und hier sind auch verteidigende Einheiten unterwegs, die uns da über den Weg liefen, als wir scouten gegangen sind. Mit der können wir uns noch nicht anlegen, aber mit denen hier drüben, denke ich mal, das sollte schon funktionieren. Das ist also auch das Erste, was wir jetzt machen. Unterwegs nehmen wir halt alles mit, was es an interessanten Punkten gibt. Ah, hier zum Beispiel, man sieht, ich kann es theoretisch nicht draufziehen. Mein Markierungskreuz ist rot. Aber es genügt auch, wenn ich nur mit wenigen Einheiten draufziehe, die mehr Beruhigungspunkte noch haben, weil ja die angrenzend trägt gilt. Das heißt, Einheiten, die direkt daneben stehen, werden in die Kämpfe mit einbezogen. Deswegen nehme ich einfach einen Held. Bewegen ihn jetzt hier drauf. Und dann gilt das. Diesmal machen wir keine Gnade, damit wir wieder einen Kampf zeigen können. Das sind jetzt komplett andere Einheiten als bisher. Irrlichter, Phantomkrieger, also Feenwesen hier. Natürlich manuell, versteht sich. Und jetzt haben wir hier was Neues, und zwar gilt auf dieser Karte ein Schlachtfeldeffekt. Das wird immer hier oben angezeigt, auch wenn das mehrere sind. Der nennt sich Mana-Stromaufleitung, Ladung. Und damit werden die verteidigenden Einheiten mit 15 Punkten pro Runde geheilt. Also eine Einheit erhält bis zu 15 Trefferpunkte zurück. Deswegen ist es sinnvoll, Einheiten komplett zu zerstören, als sie nur zu beschädigen, wenn die sowieso wieder geheilt werden. Das wäre ja Quatsch. Die haben als Verteidiger den ersten Zug gehabt, haben sich auf uns zubewegt und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ja, mit dem linken Mammut könnte man schon direkt reinrammen. Würden die fast zerstören können. Mit dem rechten kommen wir noch nicht so weit. Vielleicht noch eine Besonderheit zu den Verteidigern, und zwar haben die physischen Schutz. Das kleine Irrlicht hier hat 60% physischen Schutz. Ja, gilt als körperlos. Kann natürlich überall durchfliegen. Und die Phantomkrieger haben ebenfalls 60% Schutz und dieselben Fähigkeiten. Das heißt, die sind schwer zu treffen, denen schwer Schaden zu machen mit normalen Angriffen. Und natürlich stellen solche Felsen oder ähnliches oder Stadtmauern oder was auch immer keinerlei Hindernisse dar. Und damit wären die problemlos fertig. Gut, das dazu. Wir machen hier mal einen Angriff. Haben vielleicht gesehen, dass wir mit den Harpunenwerfern nicht in der Lage sind, diese körperlosen Wesen festzunageln. Die besondere Fähigkeit der Harpunenwerfer ist ja sonst, dafür zu sorgen, dass Einheiten bewegungslos sind. Das klappt bei körperlos natürlich nicht, weil die Harpune geht einfach durch. Wo soll die hängen bleiben? Aber uns ging es ja nur um die Schwächung, damit der Sturmangriff Erfolg hat. Bam! Da sind sie kaputt. Noch eine kleine Besonderheit dieser Feenwesen. Die sind elektrisch aufgeladen. Oh, steht das hier? Ladungsschild? Das heißt, es besteht immer eine Chance, wenn ich die treffe, dass sie mich selbst betäuben, so wie der hier. Ah, dieser Mammutreiter ist jetzt leider betäubt und wird deswegen jetzt eine Runde Schaden bekommen. Das ist ein bisschen schade, aber kann man nichts ändern. Ich bin trotzdem immer dafür, ein bisschen aggressiv vorzugehen. Und zwar, jetzt ist hier weiter. Hier nehmen wir mal diesen Fernangriff. Der funktioniert super, weil es halt ein magischer Angriff ist. Gehen wir den Bogen. Reicht auch. So, dann ist jetzt nur noch eine Feindeinheit da. So, Mammut stürmt vor und wir beenden unseren Zug. Ja, wie erwartet, natürlich greifen die Phantomkrieger jetzt unseres Mammut an, weil es ja geschockt war eine Runde. Und haben dem auch ordentlich Schaden gemacht. Ja, 40 Punkte sind weg, die Hälfte. Das ist ein bisschen doof. Aber mit der einen Einheit, wir haben problemlos fertig. Flankenangriff, immer wenn man kann, Flanke angreifen. Ich ja schon mal erzählt, das gibt halt starke Boni. Oder von hinten. Das mögen die überhaupt nicht. Und dann nochmal von der Seite. Und jetzt sind sie gar nicht mehr so schlimm, ne? Ich schmeiß nochmal ihre Kugel, auch wenn es nicht viel bewirken wird. Und dann kommt das Mammut noch von hinten. Fast tot. 2 Punkte. Unser Mammut von vorne, das rächt sich für eben.
Bam, erledigt. Diese Medaille, die eben erschien über dem Mammut, das bedeutet, dass es einen Stufenaufstieg erreicht hat. Sieht man auch nochmal in der Schlachtzusammenfassung. Er hat die erste Erfahrungsstufe überschritten, erklommen, ist jetzt ein Soldat. Mehr Trefferpunkte, mehr Nahkampfstärke. Und die anderen, sage ich mal, zumindest die beiden, sind kurz davor. Bei unseren Helden dauert es noch ein Stück. Da wir einen Mana-Knoten erobert haben, gab es Mana. Das ist nicht überraschend. Bewegen wir uns hier rein. Ja. Oh, wir sind schon gewachsen. Letzte Runde. Hitler, das habe ich übersehen. Also diese 1000 Einwohner, die dazu kamen, diese Flüchtlinge, haben schon den ersten Schub ermöglicht. Das ist schon der Schub auf die zweite Stufe, die wir dann hätten. Damit ist jetzt neu dazugekommen dieses Landgut. Das ist jetzt in unserem Einflussbereich. Und sorgt dafür, dass wir noch mehr Bevölkerung generieren. Also 100 pro Runde extra. Damit liegen wir bei 460. Das ist eine ganze Menge. Gut. Das war's in unserem Zug. Zaubern wollen wir nicht. Jetzt sind die KI-Reiche dran. Die sieben anderen, die wir natürlich noch nicht entdeckt haben. Wir wissen nicht, auch wo die sind, noch wer die sind, noch was die machen. Dafür muss man die halt sichten. Und die Neutralen haben überhaupt nichts gemacht. Das ist schön. Wir haben etwas erforscht. Die Druidenkunde. Das war der erste Zauber. Wir wollten ja mehr Zauberpunkte haben. Haben wir jetzt auch, sagen wir 30 statt 20. Und suchen uns was Neues aus. Ihr seht, wenn das eine weggeht hier oben, dann kommt halt der nächst bessere Zauber dazu. Aus Druidenkunde 1 wird Druidenkunde 2. Mit demselben Effekt 10 weitere Zauberpunkte pro Runde. Und wir haben auch hier unten etwas Neues bekommen. Garnisonsführung, das ist ein Zauber, der durch eine Mod gekommen ist. Deswegen ist auch die Beschreibung Englisch. Und zwar sorgt es dafür, dass Stufe 1 Einheiten 25% weniger Unterhalt kosten, wenn sie in Städten stationiert sind. Wenn wir das Ganze auf Level 2 upgraden, oder auf die nächste Stufe, das dürfte dann eine Stufe 3 Zauber sein, dann kosten auch Stufe 2 Einheiten weniger, so ich mich nicht irre. Das ist natürlich super. Man hat vor allen Dingen bei mehreren Städten nämlich immer das Problem, dass die, um wirklich sicher zu sein vor Neutralen oder vor Feindreichen, auf jeden Fall stationierte Einheiten brauchen. Und das sind meistens nicht nur die 6, die in einen Stack passen, sondern bei größeren Städten sogar mehrere Stacks nebeneinander. Und dann wird es richtig teuer. Es sind keine aktiven Truppen, mit denen kann ich ja nicht wirklich was machen. Ich wehre immer nur ab. Und trotzdem kosten die mich Unmengen an Geld. Und deswegen gibt es diese kleine Modifikation, die ich halt hilfreich finde, um das ein bisschen auszuhebeln. Bei kleineren Karten spielt das keine Rolle, bei wenigen Städten, aber wenn man halt wirklich viele Städte haben wird, 10, 12, 15, was auch immer, dann ist diese Garnisonsführung als Zauber sehr, sehr hilfreich. Wie gesagt, wen es interessiert, da poste ich gerne mal die Liste meiner verwendeten Modifikationen. Es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber halt sowas wie das, so kleine hilfreiche Teile. Okay, der nächste Zauber, den wir lernen, ist, dass wir kleine Tiere beschwören können. Das ist auch wichtig, diesen Zauber zu lernen, weil das nämlich die Reihe der Druidenzauber ist. Erst der Druide kann Einheiten beschwören oder bekommt spezielle Einheiten gestellt. Und dafür muss ich natürlich alle einzelnen Stufen dieser Erzdruidenzauber halt durchgehen, um bis schlussendlich Stufe 4 Einheiten beschwören zu können. Und das ist halt der erste, den ich brauche. Was auch wichtig ist, aber erst wenn wir diese drei Städte unser eigen nennen, das ist die einfache Seefahrt, weil ansonsten können nur fliegende Einheiten oder Einheiten, die sich von Natur aus auf Wasser bewegen können, diese trennenden Ozeane überschreiten, die uns ja zu umgeben scheinen. Also nachher irgendwann, dann müssen wir auf jeden Fall einfache Seefahrt lernen, dann können wir unsere Truppen einschiffen auf Fregatten, wenn wir verbesserte Seefahrt lernen, sogar auf Galeeren, also Schiffe, die sie auch besser wehren können, mehr aushalten etc. Aber für den Anfang, denke ich mal, ist das genau das Richtige. So. Wir schauen, was wir zaubern könnten. Da ist immer noch nichts. Ja, wir wollen weder neue Zauber lernen, noch wollen wir eins mit den Elementen zaubern. Uns gefällt ja das Element, was hier herrscht. Schnee und Eis ist ja genau das Richtige. Warum sollten wir das verändern wollen? Unsere Scouts ziehen durch die Lande. Der sammelt noch ein bisschen Gold ein, was er hier so gefunden hat. Dann kann er sich leider nicht weiter bewegen. Der Wag hier oben. Schaut nochmal, ob es hier drüben weitergeht. Und hier ist auch die Küste erreicht. Das war's wirklich. Was hatten wir noch? Wir hatten ja noch den Eis. Den kleinen Harpunenwerfer. Der läuft hier auch rum.
Na, hier oben haben wir noch was ganz, ganz Fieses gescoutet. So ein Beschwörungszirkel der Nekromanten. Der entsendet alle paar Runden ein paar Untote. Die müssen halt auf jeden Fall weg. Hier drüben haben wir ein Banditenlager. Auch das macht Ähnliches. Das entsendet alle paar Runden Banditen und die können ganz schön nervig sein. Aber erstmal scouten wir noch weiter hier, bis wir die komplette Insel gesehen haben. So, jetzt wieder unsere Haupttruppe. Nachdem wir letzte Runde ja hier den Mana-Knoten besetzt haben, versuchen wir es jetzt mal mit der Goldmine, denke ich. Wieder manueller Kampf. Automatischer Kampf wäre hier sowieso schlecht, da die Gegner allesamt mit Hellebarden bewaffnet sind. Also alle ein Boni auf unsere Flieger-Reiter kriegen. Ja. Also 4 von unseren Einheiten werden halt mit Boni angegriffen. Nicht so schön. Jetzt schaue ich doch mal, was ich hier an Zaubern habe. Beeinflusst 3 Tiere. Verändert die Moral. Spontaner Zorn wäre hier vielleicht nicht das Schlechteste. Auf so einen Mammut zu zaubern zum Beispiel, was er irgendwann doch nach vorne muss. Bis es soweit ist, machen wir hier mal ein paar Harpunenangriffe. 30% Einschränkungswahrscheinlichkeit. Leider widerstanden, aber das gab einen Aufstieg. Die mit ihrer Eiskugel. 35% auf Wahrscheinlichkeit auf eingefroren. Probieren wir das mal. Leider auch widerstanden. Ist ein bisschen schade. Nee, die andere. Dann nehmen wir mal die. Und die zaubert jetzt spontaner Zorn auf das Mammut. Es wird jetzt grafisch auch dargestellt mit diesem Blitzen. Und wie ich schon letztens erzählte, wirft das halt 50% des Schadens, der verursacht, auf den Angreifer zurück. Das ist natürlich eine tolle Sache. Erstmal ein bisschen normalen Schaden. Der könnte schon angreifen. Oder er stellt sich jetzt mal hier hin. Wenn ich jetzt hier vorgegangen wäre und die angegriffen hätte ich den Nachteil, dass natürlich hier drüben noch ein Feld frei ist bei der Weiche und eine zweite Einheit ranziehen könnte. Jetzt stehe ich aber in so einem Gang und da kann halt nur eine Feindeinheit heranziehen. Jetzt gucken wir mal noch, wie weit die sich bewegen können. Der kommt bis zu denen. Der kommt leider bis zu meinen Helden. Das Land kann ich nicht vermeiden. Kann die angreifen. Könnte das Mammut jetzt hier weiter vorstellen, damit das Mammut den Schaden fängt? Naja, machen wir mal so. Wir gehen in Deckung. Runde beenden. Ja, das greifen sie auch an. Meine Helden, wie erwartet. Aber das ging noch. Eieieiei. Die haben aber gerade so überlebt. Okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir fangen mal mit den Eisjungs an. 45% auf eingefroren. Das wäre zwar gut, aber ich möchte mich mit der Einheit gar nicht auseinandersetzen. Wir nehmen mal die. Genau. Der Witz halt ist immer nur, diese Einfrierung zu verursachen. Der Schaden an sich ist jetzt nicht so wichtig. Kann mal zum Finishen genutzt werden, aber momentan ist es egal. Die greifen von hinten an. Ja, das hat denen wehgetan. Und die greifen von jetzt auch sozusagen von hinten an. Und genauso kann man halt auch gegen bessere Einheiten gewinnen, indem man die immer wieder dazu zwingt, ihre Ausrichtung zu ändern und damit immer wieder Schadensmali in Kauf zu nehmen. Jetzt haben wir noch die. Und das war's dann schon fast. Der kann das ganz normal hier reinrennen. Die können sich sowieso nicht wehren. Das Mammut, das lassen wir jetzt nicht mal rein. Und dann nehmen wir mal eine andere Einheit, die auch aufsteigen kann, weil da ist er schon Soldat geworden. Und die sind ja eh noch eingefrostet. Die haben hier oben schon ihre Auszeichen, die sind schon Soldat. Die sind schon Soldat, die sind auch schon aufgestiegen, diese Runde. Und das Mammut ist es noch nicht, also darf das Mammut hier finishen. Noch nicht ganz geklappt. Noch eine Runde warten. Oh, jetzt könnten sie sich zwar wehren, aber ich stehe halt hinter denen, deswegen. Peng. Und weg. Sieg. So ein bisschen Schaden erhalten, aber es ist eine weitere Einheit aufgestiegen. Wie gesagt, es gab Gold und wir können uns weiter bewegen. Es steht übrigens bei den Schatzgebäuden immer dran, welche Schwierigkeit euch erwartet. Hier zum Beispiel mystisch.
Es geht nach Farbe. Ich weiß es nicht, welches die schlimmste Farbe, aber mystisch ist auf jeden Fall schon richtig heftig. Da hat man es schwer. Das hier stark ist so ziemlich das leichteste. Dort sind meistens sowas wie eine Spinne und ein Warg und ein Troll oder zwei Spinnentrolle. Sowas in der Art. Also nichts so wirklich Schlimmes. Wogegen mystisch wirklich Level 3, Level 4 Einheiten dabei hat und wir mit dieser Truppe mit Sicherheit sterben würden beim Versuch, das zu erobern. Unser Ziel ist auch erstmal diese sehr nervigen und bald wirklich penetranten Banditen loszuwerden. Deswegen bewegen wir uns hier hin. Könnten jetzt auch schon angreifen, aber ich warte mal eine Runde, weil unsere Einheiten hier so geschwächt sind. Ja? Und die Banditen können alle schießen. Und dann schießen sie uns vielleicht noch den Harpunenwerfer raus. Das muss ja nicht sein. Also eine Runde weiter. Das geht noch richtig schön zügig. Ja? Wir sind ja alle am Anfang. Jedes KI-Reich muss ja sich erstmal so vor sich hinkämpfen. Runde 5. Und wir haben den Baumeister abgeschlossen. Das ist super. Ab sofort haben wir wenigstens ordentliche Baukapazität. Das haben wir 52. Das gefällt mir. Der Zufriedenheitsbonus ist immer prozentual. Das heißt, je mehr Grundeinkommen oder Produktionskapazität wir haben, umso höher auch der Bonus. Also der ist nicht fest bei 3, 5, 7, sondern halt prozentual. Deswegen lohnt es sich auch, den Grundwert zu erhöhen. Umso mehr kann man auch von dem Bonus profitieren. Was braucht man als nächstes? Was sich hier Baumeister nennt, ist in der Lage, Wachtürme zu bauen, Festungen zu bauen, Straßen zu bauen. Wenn wir unser Reich ausdehnen wollen, ohne irgendwo eine Stadt zu gründen, ist das das Ideale. Zum Beispiel hier unten, wo hier so viele Ressourcengebäude sind, hier ist ja alles voll. Dort könnte man zum Beispiel eine Festung hinstellen, dann kann man diese ganzen generierten Werte hier alle einsammeln, ohne dass dort eine Stadt sitzen muss, weil hier ist ja schon eine große Stadt und hier drüben ist eine Stadt. Das wäre schon mal eine Überlegung wert. Da wir diese aber noch nicht erobert haben, brauchen wir da noch nichts hinstellen. Hier drüben ist es ähnlich. Es sind auch eine ganze Menge Gebäude, die halt, wo man diese Boni abschöpfen können. So, ich möchte aber keine Einheiten bauen, sondern ich möchte als erstes weitere Gebäude bauen. Das nächste Gebäude, was uns einen Bonus auf die Produktion gibt, ist die Belagerungswerkstatt. Ihr seht es ja, die gibt 10 Produktionen. Die bauen wir jetzt auch noch. Und danach, kann man vielleicht sogar in die Warteschleife setzen, produziere ich einen Schrein. Der gibt uns mehr Mana und ein Laboratorium. Das sorgt dafür, dass wir mehr Forschungspunkte hier oben haben. Das sind so Standards, die man eigentlich immer macht. Ja. Das lassen wir einfach vor sich hin produzieren. Und dann nehmen wir mal unsere Scout-Einheiten. Die sind ja auch schon fast fertig, damit die Insel zu erkunden. Ja, hier oben ist ja auch schon Schluss mit der Insel. Seht ja, da kommt nichts mehr. Hier drüben ist Schluss, deswegen bewegen wir den jetzt mal Richtung Stadt. Kann er ja die Stadt verteidigen? Wir haben ja schon alles gesehen im Grunde. Mit dem gehe ich bloß mal kurz auf dieses Gelände. Wir müssen ja nicht rein, wir können uns ja wieder zurückziehen. Da sehen wir, was an Gegnern da ist. Hier sind sogar 4 Gegner da, alles Level 2. Monsterjäger, der bekommt halt Boni gegen Monstereinheiten, wie zum Beispiel diesen Warg. Ein Berserker sehr gut im Nahkampf, klar. Tigraner kann uns bezaubern, also dieser Barde kann uns bezaubern und noch ein Barde. Die könnten uns beide bezaubern, also Einheiten gegen uns kehren. Gar nicht so gut. Da gehen wir mal lieber weg. Dann ab in die Stadt. Und wir haben noch unseren kleinen Affen, der ja auch scouten soll. Gucken wir mal hier, genau dasselbe. Ah, hier sind auch Level 2 Einheiten vertreten und wieder andere. Diesmal ist ein Ork-Berserker, ein Hochelfen-Berserker und ein Goblin-Berserker. Also drei nahkampfstarke Einheiten. Wobei man hier schon erkennen kann, dass diese Völker unterschiedliche Grundwerte haben. Ist dieselbe Einheit, dasselbe Level, klar. Und trotzdem unterschiedlich. So ein Ork zum Beispiel hat 62 Trefferpunkte. Und so ein Goblin hat halt nur 52. Die Verteidigungswerte des Goblins sind 11 gegen physisch und 9 gegen Magie. Und bei dem Ork ist es halt 11 gegen physisch und nur 8 gegen Magie. Der Ork kann 14 Nahkampfschaden machen pro Treffer und der Goblin nur 13. Ja, es sind halt wirklich von Volk zu Volk unterschiedlich. Das kann man nicht vergleichen. Außerdem gibt es hier noch einen Hochelfen-Lehrling. Das ist halt so ein kleiner Zauberer, der von Weitem rumschießen kann und
Wesen heilen kann und Magie bannen kann. Aber auf jeden Fall nichts, mit dem sich unser kleines Äffchen hier irgendwie anlegen könnte. Der muss ja einfach mal weg. Was wir hier noch gescoutet haben, ist auch ganz wichtig. Und zwar gibt es auf unserer Insel, unserem kleinen Kontinent, eine Höhle. Und mit dieser Höhle können wir die Höhlensysteme halt betreten. Die zweite Ebene des Spiels. Das heißt, Gefahr kann, selbst wenn wir die ganze Insel erobern, kann nicht nur von Wasser kommen, sondern auch aus den Tiefen. Wird hier mit diesem Pfeil hoch runter dargestellt. Da müssen wir wirklich ein Auge drauf haben. Entweder stellen wir hier einen Wachturm hin oder wir positionieren hier Einheiten oder wir erkunden halt den Untergrund weit genug, um uns vor solchen Sachen zu schützen. So, wir wollten gern die Banditen angreifen und loswerden. Unsere Einheiten sind ein bisschen geheilt, sind noch nicht überzeugend, aber naja. Und dann geht's auch schon los. Manuell natürlich. Das sieht so ein bisschen düster aus, die Sonne steht tief, wirft lange Schatten. Aber besser gesagt haben wir sogar nicht keine Sonne, wir sind mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht, die langen Schatten werden von den Lagerfeuern geworfen, so ist es, was ich erzähle. Auch diese Karte zeigt sehr schön, wie groß doch diese taktischen Maps sind. Ja, also wir können hier, das Lager ist ziemlich riesig und überall um das Lager herum könnten unsere Truppen stehen. Das ist mit so viel Liebe gemacht, die taktischen Karten, das finde ich immer wieder faszinierend. Hier so Zelte, erinnert ein bisschen an Beduinenzelte von den Farben und wie sie aufgebaut worden sind. Und so Flechtzäune zur Abwehr, weil es ja relativ transportabel sein muss. Hier so ein bisschen Lagervorrat, Kisten und Fester und Pakete, Baumstämme, die wir hier. Hier ist sogar eine Säge, mit der die ihre Anlagen gebaut haben, ihre Befestigungsanlagen. Richtig knufte, finde ich. Also das fasziniert mich immer wieder. Es macht einfach nur Spaß, den zu gucken. Auch das Feuer sieht richtig gut aus. Das hier so, die Funken in die Nacht stieben. Toll. Oder hier dieser Sitzplatz, ja, mit so Baumstammscheiben oder alten Fässern, auf denen die halt sitzen und wahrscheinlich sich abends Geschichten aus ihrem Banditenleben erzählen. Und da sind es auch schon, die Banditen. Wir haben hier drei, einen Gauner, wenn sie genannt. Naja, dasselbe. Mal Hochelf, nochmal Hochelf, mal Zwerge. Auch die haben wieder unterschiedliche Stats, man kann es ja erkennen. Die Zwerge haben mehr physische Abwehr als die Hochelfen, ist irgendwo klar. Und die Hochelfen dürften dafür, genau, die machen mehr Schaden mit ihren Fernkampfwaffen. Das ist halt der Unterschied. Das Gefährliche an den Gaunern, obwohl es eine Level 1 Einheit stellt die Möglichkeit dar, dass sie im Fernkampf und im Nahkampf angreifen können, dass sie sprinten können, damit können sie sich auch aus dem Nahkampf lösen, ohne dass ihnen was passiert. Das ist halt ihre Spezialfähigkeit. Und sie können unsere Truppen verkrüppeln. Damit ist unsere Bewegung eingeschränkt. Das können die mit ihren Fern- und Nahkampfwaffen machen. Die setzen halt fiese Tricks ein. Gut. Für uns geht es halt darum, erstmal in dieses Lager hineinzukommen. Das ist ja jetzt ein bisschen versperrt hier mit diesen Hindernissen. Und deswegen lassen wir unser dickes Mammut einfach volle Kanne auf das Hindernis zustürmen. Bam! Und damit ist es kaputt. Das heißt, wir können nächste Runde hier reinziehen. So ist das gedacht. So, nächstes Mammut zieht hier auf dieses Hindernis. Dann müssen sie sich nämlich überlegen, wo sie sich hinbewegen, mit wem sie sich sozusagen anlegen. Unsere Eiskugeln reichen gerade so bis hierher. Mal mit viel Hindernissen dazwischen. Aber uns geht es ja wie immer nicht um den Schaden, sondern nur um das Einfrieren. Hat leider nicht funktioniert. Dann haben wir unsere Harpunwerfer, aber die müssen ein bisschen aufpassen, die sind schon ganz schön angekratzt. Wege ich mal hinter das Hindernis, damit die selber gedeckt sind. Bewegungsunfähig hat auch nicht funktioniert. Und nun kommen unsere Helden. Der kann Fernkampf machen. Das macht wenig Schaden. Man sieht hier, ist der Zaun noch da. Macht er nur 2 Schaden. Und hier wird er halt 3-4 Schaden machen. Das ist mir aber zu wenig. Ich nutze lieber den Zauber, diesen spontanen Zorn, diesmal auf das Mammut hier vorne, weil das wahrscheinlich eher am meisten Dresche bekommen wird. Und dann wollen wir halt was dagegen tun. Hier können wir nochmal schießen. Und dann ist der Feind schon dran. Hat doch dieses schöne Angezeichen hier oben drüber. Super.
die schießen aber nicht auf das Mammut. Ich weiß nicht, ob die KI das erkennen kann, dass der diesen Schutzzauber aktiv hat. Wahrscheinlich ist es so. Deswegen haben sie sich ein anderes Ziel genommen. Das stört uns aber überhaupt nicht. Wir haben direkt ein Ziel vor der Nase. Und ja, so ein Mammut wird klar mit so ein paar Banditen fertig. Das wäre Ding, wenn nicht. Diese Einheit versuchen wir jetzt nochmal, andere bewegungsunfähig zu machen. Jetzt haben wir sogar 50% Chance. Das hat geklappt. Jetzt können die schon mal nicht weg. Ja, bewegungsunfähig zwei Runden. Die können gar nichts machen. Die müssen jetzt ihr Schicksal annehmen. Und das Mammut kann jetzt in Ruhe hier reinziehen. Und die Eisformer kann jetzt hier hinziehen. Versuchen die andere Truppe einzufrieren. Einfrieren hat nicht funktioniert, aber haben wir trotzdem Schaden erhalten. Schießen wir hier über den Zaun. Noch irgendwas. Geht Verteidigungsmodus. Ende. Also Verteidiger haben schon einen Bonus, ja. Die können ja ungehindert über diese Welle. Naja, oder hier sind es halt nur so alle Flechtzäune, ein paar Spitzen drüber wegschießen. Das hält den schon ein bisschen oder eine Weile halt den Gegner vom Leib, aber das funktioniert nicht lange genug, nicht dauerhaft genug. Wo ist die erste Truppe gestorben? Auch die hält nicht lange durch. Und unser kleiner Eisformer mit ihren Schneekugeln wenden dann das Trauerspiel, das war's. Sieg, das Camp ist halt nur ein Gebäude, was nicht irgendwie dauerhaft auf der Karte ist. Das verschwindet jetzt. Ist doch gut so, weil wir hätten ja sonst jede Runde oder alle paar Runden halt neue Banditen. Die sind jetzt erledigt. Und unser Mammut ist aufgestiegen. Das gefällt mir. Und wir bekommen neue Einheiten. Eine Ork-Einheit und ein Medaillon. Das nehmen wir natürlich. Dann kann man das dem... Also dem Anführer zuteilen, den man gerne hätte. Man schaltet die hier einfach durch. Das ist das, was da auf dem Boden liegt. Und da gebe ich es dem, der es braucht. Das Ding schützt uns gegen Gedanken, Sprüche und gegen Gedankenkräfte. Die ist schon immun gegen Gedankenkontrolle. Der ist es nicht, also bekommt der das Ding. Ihr seht halt, die Anführer haben ein direktes Inventar. Wir können den Waffen, Schilde, Helme, Rüstung, Stiefel, Ringe, Amulette und Reittüre geben und bis zu 10 andere Gegenstände. Das ist schon toll. Außerdem hat unser Anführer an Erfahrung gewonnen. Jawohl. Wir sind über die 50 gekommen. Wir bekommen jedes Mal, wenn wir aufsteigen, 5 freie Verbesserungspunkte, die entweder neue Fähigkeiten freischalten, die hier drüben dann zu sehen sind, oder aber bestehende Sachen verbessern, das sind die hier oben. Mehr Trefferpunkte, mehr Verteidigung, mehr Resistenz, mehr Nahkampf, Fernkampfstärke. Mit der Verbesserung wird das Ganze teurer. Also das ein Nahkampfstärke zu erhöhen beim ersten Mal kostet 1 Punkt, dann kostet 2 Punkte. Ich glaube dann 3, dann 4. Also das steigert sich immer, wird halt immer teurer. Oder man lernt halt komplett was Neues, das kostet dann auch weniger. So, da wir mit dem Langbogen unterwegs sind, machen wir einmal Fernkampfstärke. Ah, ihr seht es, jetzt wird es schon 2 Punkte kosten, wenn ich es nochmal erhöhen will. Dann ist der Wert hier gestiegen. Wir machen einmal Geist des Landes. Das verbessert den Schutz gegen Geistmagie für unsere komplette Armee, solange ich der Anführer dieser Armee bin. Kostet dann ein bisschen mehr, aber alle unsere Einheiten, können wir jetzt hier sehen, haben plötzlich Geistschutz 40%. Das ist eine schöne Sache, das hat sich gelohnt. Und das ist der Ork-Fähler, eine Pikenier-Einheit, den es geschenkt gab, den ziehen wir in unsere Stadt zurück. Der kann die dann verteidigen. Die sind noch mal am dransten. Ich bewege die jetzt mal Richtung... Komm mal zu den Wachturm gucken. Die Gegner hier sind eher schwach. Den nehmen wir uns mal noch an. Da ist von allem was dabei. Ein paar Bogenschützen. Ein paar Hellebardiere, die hatten wir ja schon ein paar Mal gesehen. Und diese kleinen Blänkler, die von allem ein bisschen was können. Und dann geht dasselbe Spiel wie immer los. Unser Eisformer versucht, Gegner einzufrieren. Und die Einheit, die uns im Nahkampf am gefährlichsten werden kann, funktioniert super bei den Pikanien. Das ist wie gemacht dafür.
Die versuchen andere an der Bewegung zu hindern. Dann nehmen wir die Bogenschützen, das macht auch ordentlich Schaden. Und dann können wir ja auch schon in die Bogenschützen reinrammen. Also ihr seht, die haben dann solche einfachen Einheiten haben gegen uns dann schon langsam gar keine Chance mehr. So, das Mammut kommt leider nicht bis ganz ran. Das heißt, der wird sich jetzt nochmal wehren können, aber das werden wir schon aushalten. Ich hätte gern die Möglichkeit, mich zu heilen. Also entweder eine Heilereinheit oder den als Skill zu lernen. Ich hoffe, dass der Kjell das bald lernen kann. Weil es wird ja schon relativ dünn. Jetzt haben wir noch 13 Punkte. Also noch ein Angriff von ihm würde uns jetzt wahrscheinlich schon zerstören. Und so weit lassen wir es nicht kommen. Zack, weg. Jetzt können die mal ihre Fähigkeit einsetzen. Die haben noch diese kleinen Eispickel. Wie gesagt, wenn die gegen eingefrorene Einheiten kämpfen, dann bekommen die einen Boni. Das ist erstaunlich, was die jetzt, sieht man ja, Fernkampf. Die Schaden 2 bis 3, 3 bis 4, also insgesamt 5 bis 7. Im Nahkampf aber richtig heftig durch diese Eispickel. Die dann richtig wehtun können. Und schießt man noch ein bisschen drauf. Und das war's dann. Sieg. Das ist der Wachturm unserer und wir können endlich mal ein Stück weiter gucken. Ah, und schon treffen wir auf andere Gegner. Ihr trefft auf die Dwelling Syre Elbegor. Oh, das ist eine Drachenbehausung. Die uns aber den Friedensvertrag anbieten, aber gern doch. Wenn ich die Chance habe, mich mit Drachen nicht anlegen zu müssen, nur zu. Ah, schön mit diesem Vulkan hier dargestellt. Syre Elbegor. Okay, sehr schön. Ja, ja, habe ich gesehen. Außerdem finden wir Schrein der launischen Meerjungfrau. Natürlich mit Meerjungfrauen, die das Ganze bewachen. Es gibt Boni, wenn man übers Meer reist. Und unser anderer Halt wurde auch befördert. Und genau jetzt ist dieser Zauber verfügbar. Also der hat völlig andere Möglichkeiten, sieht man ja hier. Die oberen sind die gleichen. Wir verbessern unsere Grundwerte jeweils um 1. Oder wir lernen komplett neue Sachen. Und bei dem finde ich es halt super, wenn wir sowas lernen wie Eisernes Herz. Das heilt 15 Punkte. Und stärkt sozusagen den Willen zur Abwehr. Das lohnt sich. Und ebenfalls einmal Fernkampfstärke, da wir ja ständig von vorne angreifen. Super. Einer ziehen weg. Damit haben wir alles bewegt. Unsere Zauber sind noch dieselben, also nicht relevant. Und damit machen wir an dieser Stelle erstmal einen Break. Und nächste Runde geht es dann weiter mit Zug 6. Ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. Bis dahin.